Dann gehen wir hier einen Schritt rein, etwa 5 Meter. Stehen die ganzen Mädels drin. Und hier stehen überall, hier ab hier stehen dann die ganzen Mädels. So, hier hinten ist ein DJ und hier ist die Fensterfront. Ach, hinter uns sind dann die Fenster von draußen, oder? Ja, aber die kann man sehen, aber. So, we have to go downstairs at 5:35. Yes. Be sure that we're gonna be fine, because you're going on air at 5:39. Okay. You're already huge, huge stars in Europe. You sold over 3 million records. Here, the reaction is crazy. Your album is coming out in April. How do you feel about coming over to North America and having this kind of thing? Ich glaube, wir waren lange nicht mehr so aufgeregt. Also es ist für uns eine wahnsinnig aufregende Zeit, wirklich hier rüber zu kommen, das erste Konzert zu spielen. Wir haben echt einen sehr, sehr guten Eindruck. So, wir haben ja noch nicht so viel gesehen, dass wir zum ersten Mal, dass wir gehofft haben, ein bisschen rauskommen aus dem Hotel. Und man muss sagen, auf jeden Fall, hier sind sehr viele hübsche Mädels und das Land ist ganz gut auf dem Deutschland. They were showing 3 videos from you. And they were voting for the best video, the video they like the most. And today there is a fan that won and she's gonna present your new video, which is gonna be huge on Music Plus. Okay, for sure. We're gonna see your fan who won the contest and who's gonna present your new video. Are you excited to see which video they chose? Yeah, we're gonna try. Voici le clip Ready, Set, Go, the Tokyo Hotel. Wir
will auch jetzt hier am Flughafen bleiben. Wir fliegen jetzt nach Toronto. Montreal liegt jetzt schon fast hinter uns. Ich muss sagen, es war sehr, sehr gut, war ein erfolgreicher Trip. Also wir hätten nie erwartet, dass schon so viele Fans da sind, dass irgendwie das Konzert so geil wird und so. Also wir hatten echt Spaß. War eine geile Show, geile TV-Show und so weiter, war echt alles super. Ich will nochmal einmal festhalten, dafür, dass ich 37 aufgestanden bin, wie ich heute aussehe. Unfassbar, ne? Unfassbar. Also, wir sind hier gerade in Toronto angekommen.